Hey, ich will nicht jammern, aber am Wochenende war so perfektes Wetter. Und heute machen uns die Eisheiligen einen Strich durch die Rechnung. Aber dafür gibt es ja unsere Workouts. Heute wieder für Kinder, eingesendet vom Steffen Roh vom LSV Schmölln. Viel Spaß und bis bald. Ciao. Genau. So, Amelie läuft sich erstmal locker ein, 2 Minuten. Und da kommt die Amelie auch schon wieder zurück. Wenn sie bei mir angekommen ist, werden wir gleich ein paar Übungen aus dem Lauf-ABC machen und wenn die vorbei sind, dann kann es auch schon wieder richtig losgehen. Wir fangen an mit lockerem Hopserlauf. Okay, und wieder zurück. Wechselhopser. Seitengalopp. Jetzt noch in die andere Richtung. Und die letzte Übung an Fersen. Genau, schön die Knie heben, Unterschenkeln und Prio. So, jetzt begeben wir uns an die Koordinationsleiter. Wir machen jede Übung dreimal. Damit das nicht zu lange dauert und die Videos zu groß werden, werde ich jeweils nur oder die Amelie zeigen, wie es zu machen ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir beginnen mit 2 Bodenkontakten pro Feld. Wir haben hier 15 Felder aufgezeichnet, also das Maximale. Wir machen immer den Durchgang durch, gehen zur Ausgangsposition zurück und machen, wie gesagt, 3 Durchgänge davon. Amelie, los geht's. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. 2 Bodenkontakte, so, los geht's. Als nächste Übung hüpfen wir von Feld zu Feld, jeweils einen Bodenkontakt. Los geht's, Amelie. Wieder 3 Wiederholungen. So, jetzt hüpfen wir 2 vor, 1 zurück. Los geht's. Schön flüssig weiter. Den Käfer retten. Fußgelenksprünge seitwärts. Los geht's. Mit 2, ja genau, von Feld zu Feld. Dück, 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 dück. Genau. Und die Füße vorne schön hoch. Jetzt zur anderen Seite. Füße vorne hoch. Die nächste Übung: Grätschen schließen, Grätschen schließen. Immer im Feld zusammen und grätschen, zusammen und grätschen. Los geht's. Zack, 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 zack. Sehr gut. Und die Arme schön mitnehmen. Einbeinsprünge, rechtes Bein, los geht's. Einbeinsprünge, linkes Bein. Nächste Übung, Seitwärtssprünge im Wechsel. 2 zu mir, 2 in die andere Richtung. Los geht's. Die nächste Übung sind Hochstrecksprünge. Wir überspringen immer ein Feld. Los geht's. Richtig nach oben. Sehr schön. Nun Hochstrecksprünge rückwärts, immer von einem Feld ins andere. So, ich denke, wir sind jetzt genug gesprungen. Jetzt als nächste Übung oder als kommende Übung noch ein paar Laufübungen. Wir fangen an mit einem Bodenkontakt pro Feld.
Nächste Übung, Kniehebelauf, richtig schön hoch die Knie und wir bleiben immer wieder mit einem Kontakt im Feld jeweils. Los geht's. Als nächstes wieder Kniehebelauf und bei jedem dritten haltet ihr kurz das Knie oben. 1, 2, 3 leise für sich selber zählen und dann geht's weiter und dann ist das andere Bein dran. Los geht's, Amelie. Zeig uns, was gemeint ist. Als nächste Übung seitwärts laufen, immer zwei Kontakte im Feld, ein Kontakt außerhalb des Feldes. Los geht's. Und schneller werden. Sehr gut. Nächste Übung Wechselhopser von Feld zu Feld. Wir machen jetzt nochmal drei Sprungübungen und dann machen wir noch ein bisschen was an der Bordsteinkante. Los geht's. Nächste Übung, Wechselhopser seitwärts, ist ein bisschen schwierig, aber es geht. Los geht's. Genau. Immer mit einem kleinen Zwischenhopser. Man kann auch mal aus dem Rhythmus kommen, das ist überhaupt nicht schlimm. Letzte Übung, bevor wir an die Bordsteinkante gehen. Einfach nur umdrehen und die ganze Geschichte nochmal von der anderen Seite. Los geht's. Nun machen wir noch fünf Übungen an der Bordsteinkante oder an der Treppenstufe. Wir fangen an mit Wechselsprüngen, 25 Mal jedes Bein. Los geht's, Amelie zeigt euch, wie es sein soll. Die nächste Übung beidbeinig, 25 Mal, drauf, runter, rauf, runter. Achtet bitte darauf, dass ihr mit dem ganzen Fuß oben landet. Los geht's. Als nächste Übung Einbeinsprünge mit dem linken Bein. Ihr stellt euch mit dem linken Bein auf die Bordsteinkante und drückt euch richtig nach oben ab und landet bitte wieder mit dem linken Bein auf der Bordsteinkante. Los geht's. Noch höher. Jawohl. Was mit links geht, geht mit rechts erst recht. 25 Mal und los geht's. So, als letzte Übung Aufsteiger immer mit beiden Beinen auf die Bordsteinkante, mit beiden Beinen wieder runter. Und los geht's. 25 Wiederholungen wieder.